Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und ich habe mir einen Replay vom KV5 rausgesucht, vom Ballistic Bad Boy. Top Tier hier in dieser Runde und keine Arti. Das sind ja schon mal Vorzeichen. Da macht es gleich schon mal viel mehr Spaß. Er hat hier sogar einen Mate ebenfalls im KV5 dabei. Dieses Fahrzeug hat ein verbessertes Matchmaking, das heißt, maximal kommt man in Tier 9 Gefechte. Aber wie hier mal Top-Tier ist dann auch ganz schnieke mit dem Panzer, der ja durchaus stark von seiner Panzerung lebt. Und hier in dieser Runde werden wir einiges an Damage sehen und einiges an Experience Points. Ja, mehr will ich aber nicht verraten, sonst hat der Alcaramba des Spoilers zu viel. Ich will nur mal betonen, es gibt viele bekannte Streamer, die das schon mal ins Thumbnail gemacht haben oder YouTuber. Just say. So. Hier aber nicht. Hier wird nicht so gespoilert. Deswegen gucken wir mal, was da so los ist. Nicht allzu überraschend sind sie jetzt erstmal auf dem Weg in die Stadt. Das ist so die Stelle, wo man einfach mit einem Heavy Tech hinfährt. Da nimmt man nicht die 1-2er Linie, sondern man fährt hier in die Stadt rein. So, jetzt hat sein Mate geschossen. Jetzt hofft er natürlich ein bisschen, dass der 1375 da so gebaitet wird, aber wurde er scheinbar nicht. Zumindest hat man nicht gesehen. Ah, doch, doch, doch. Sein Mate hat ihn hier schon getroffen und er konnte nochmal einen reinsetzen. Also der 1375 da gleich schon eingedeckt mit Schüssen. Jetzt denkt er sich, oh, mein Mate gibt Gas. Dann nehme ich hier die andere Seite und dementsprechend kann ich den Gegner da in die Flanke fahren. Und das schaut ganz gut aus. Ich glaube, der KV3, Churchill und so weiter haben ihn jetzt nicht so auf dem Zettel. So, zack. Jetzt guckt er. Schneller Hit und wieder zurück. KV3 kettet ihn da lediglich. 1-4 allerdings schon für den Gegner. So, jetzt nimmt er sehr sinnvoll den Churchill raus. Erstmal die Kanone rausnehmen. Gerade weil er seinen Mate definitiv unterstützen muss. Aber 2-6, also sein Team fällt auf der anderen Seite. Sehr gut den KV3 angezündet. Scheinbar kein Feuerlöscher am Start. Der brennt lichterloh. Jetzt setzt er den da nochmal hin. Das Feuer nimmt ihn leider nicht ganz raus. So, aber gute Idee. Schade, dass sein Schuss auf den KV3 nicht durchschlagen hat. Aber die Idee war sensationell, dass er sagt, er nimmt den einen im RAM und den anderen macht er hier den Damage gleich auf den Panzer. Also, cleveres Kerlchen, muss man ihm schon mal attestieren. Dem VK, der kriegt auch nochmal eine. Also er ist immer noch rappelvoll, sein Mate mittlerweile schon ordentlich angezeckt. Nur noch 659 Hitpoints. So, jetzt lässt ihn sein Kamerad da mal vorfahren, ist auch sinnig. Sagen, Junge, du hast mehr HP, mach du mal. 6-8, also langsam aber sicher schießen sie sich wieder langsam an den Gegner ran. Und da der VK, was war der denn? Bessere Zeiten? Nö, jetzt merkt er, hoppala, was kommt denn da von der Seite? Gegner ist jetzt am Cap, das ist scheiße, weil da ist kaum einer mehr, der da irgendwie zurückfahren kann. Jetzt macht der Gegner aber meines Erachtens den wahrscheinlich größten Fehler in dieser Runde. Denn Gegner liegt in Führung, irgendeiner schreibt wahrscheinlich hier Kill all, bla bla bla. Hätten sie jetzt gecapped oder wären zumindest mal drin stehen geblieben, hätte sich sein Team, also hier das aus gegnerischer Sicht gegnerische Team, überraschenderweise, jetzt hier aus der Stadt komplett entzerren müssen. Dann wären sie nicht wie jetzt schön beieinander, sondern jeder muss so ein bisschen sein eigenes Süppchen brauen und das hätte dann die Runde aber zu 1000% pro Gegner gespielt. Allerdings muss man sagen, bei aktuell gerade 6-11, ist es natürlich so ein Stand, wo ich sage, yo,
Da sollte eigentlich nichts anbrennen. Und selbst wenn es 8-11 steht, auch dann ist das Thema eigentlich noch easy peasy glutscht. So, jetzt kommt er hier drauf. 8-11. Sein mittlerweile 5. Kill. So, jetzt hat er das Glück, oder sein Mate das Glück, dass er hier den Schuss abgefangen hat. Weil mittlerweile 5400 Damage schon angekommen. 8-13. Also jetzt sind es die einzigen beiden noch verbliebenen gegen 7 Gegner-Tanks. Das ist schon Haufen Holz. Muss man sagen, wie es ist. Sein Mate prallt da, bounce zwar einiges, gerade der E25. Schafft es nicht mal, gerade den KV5 so zu durchschlagen. So, und jetzt steht es aber 8-14. Das heißt, jo, 7 Gegner. Viel Spaß damit. Mal schauen, wie viel er davon noch wegballern kann, bis die Runde zu Ende ist. Auf jeden Fall einiges prasselt auf ihn hier ein. Keiner durchschlägt ihn aber. Der T430, der probiert schon mit Heat. Alle anderen sind noch fleißig mit AP am Ballern. Denken sich, jo, ja, scheißegal, es läuft schon. 1399 HP hat er noch. T430 haut ab. Hinter ihm ist auch der E25. Jetzt verschießt er auch noch und jeder hinter ihm. Also, jetzt kommen langsam die Verzweiflungstat mit HE und so weiter auf. Jetzt ist er auch noch hingestellt. Aber die schaffen es nicht. Also gerade so ein E25, da muss ich halt doch mal Premium laden. Aber nicht mal am Heck oder nirgendwo. Also eher schon so ein Troll. Jetzt hat der E25 mal mittelseitlich gefunden. So, aber jetzt hat der E25 wieder. Der ist zu nah dran. Kommt damit also nicht so zurecht. Hellcat jetzt mit HE. E25 jetzt auch seitlich. Also jetzt seitlich lauter E25, niedrige Panzer. Vorne, links, rechts, überall. Jetzt so ein kleiner Nervzwerg. Da muss er jetzt natürlich sich was einfallen lassen, denn er kommt nicht mal runter auf den einen E25. Jetzt denkt er sich, ach, weißt du was, erstmal die Su. So, jetzt hat er erstmal hier den einen E25 ein bisschen abgeschüttelt. Aber er hat auch nur noch 269 HP. E25 1 weg. 8400 HP Bounce und 7600 gemacht. Nochmal einen. Der 10. Kill. Willkommen im Pool, meine Damen und Herren, denn den haben wir mittlerweile befüllt. Jetzt gibt es noch 2. Den E25, der jetzt aber sich denkt, alter Schwede, was bist du hier? So ein Anabolika KV5, auf dich habe ich aber gar keinen Bock. Und da kommt die Hellcat seitlich nochmal. Hellcat, dachte ich mir schon, die probiert es hier mit einem Ram, aber nee, die will nicht mal schießen. Die denkt sich auch noch, wo bin ich hier reingekommen? So der E25, der... Also wie so Schmeißfliegen, die einmal so einen Anflug und gleich wieder weg. Aber jetzt ist es 1 gegen 1, 14 zu 14. Hellcat gegen ihn mit 8597 Damage gemacht. Holy fuck, wie hat sich denn die Runde noch entwickelt? Das ist ja sensationell. Und jetzt die Hellcat, ah, die kommt dann nochmal kurz weg. Aber da geht schon mit dem Teufel zu, wenn das so bleibt. Die Hellcat weiter on the run. Hellcat könnte jetzt vielleicht überlegen, weil Hellcat ist ja wahnsinnig schnell, ob sie nicht einfach in den gegnerischen Cap fahrt, vielleicht, und da ihn damit unter Druck setzt, weil er ist jetzt nicht der schnellste, also er müsste es normalerweise schaffen, aber es wäre zumindest ein angenehmes Mittel, ihn aus hier seiner ganz klar starken Beheimatung, das Wort gibt es nicht, habe ich gerade erfunden. Copyright bei Alcarama. Auf jeden Fall rauszuziehen, weil die Stadt ist natürlich sein Revier, aber naja, das war nix. 12. Kill. Holy moly. 2376 Basiserfahrung. 12 Kills, 8845 gemacht und 8565 gebounced. Eine sensationelle Runde, natürlich ein bisschen trollbehaftet, aber hey, einfach geil. Zum Kommentieren hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch zum Zusehen auch ein wenig. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alcaramba.